Sag mal, Leute, das ist unfair. Ich habe das Schneemobil nicht mitgenommen. Sag mal! Okay. Da kommt er. Okay, diesmal habe ich vergessen, das Medipack zu nehmen. Weißt du was? Ich glaube, für dich nehme ich auch mal den Granatwerfer. Ja, das ist vielleicht sinnvoll. Laden. Lara, wer nehmen wir denn das? Nein, das ist nicht der Granatwerfer. Das ist eindeutig nicht der Fall. Der kann den Explosionen davonfahren. Lara, wir nehmen die Uzis. Ich nehme die automatischen Pistolen mal wieder. Ruhe jetzt? Hast du mir ein Schneemobil mitgebracht, falls ich eins brauche? Danke, ich probiere das hier ohne. Och, Lara! Aha. So, was habe ich denn jetzt für einen Schlüssel? Den Hüttenschlüssel. So, ich habe das Schneemobil, ja? Danke. Und den Hüttenschlüssel. Langsam befürchte ich, jetzt brauchen wir ein Schneemobil. Ich weiß noch nicht, wo ich mit dem Schneemobil hin will. Ich auch noch nicht, aber... Gut, Lara, dann steig mal auf das Schneemobil. Und dann... Nein, Lara! Dann versuchen wir wieder abzusteigen. Okay, absteigen geht mit Alt. Okay. Ich fahr meins erstmal aus der Ecke raus. Also Alt und zur Seite. Genau, Alt und zur Seite. Okay, okay, das wissen wir schon mal. Lara, jetzt kommt unser Moment. Dum, dum, brum, 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 dum, dum, brum, brum, brum. Ups. Okay, Lara, wir können immer noch an irgendwelchen Ecken festbacken. Das ist gut. Gut, unsere. Lara. Ja klar, wir sind jetzt über. Wir können jetzt die Steige hoch, wo wir vorher nicht hoch konnten. Ja, wenn ich hier irgendwelche Schrägen treffen würde und nicht immer von denen runter. Upsa! Lara, bevor du stirbst, das laden wir nochmal neu. Okay, ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, was ich mit dem Schneemobil. Aber. Ich habe es. Aber. Ja, genau, wir haben ein Schneemobil. Die Ecke, wo wir gesagt haben, da ist irgendwie so eine Kante und eine Schräge, wo wir nicht hochkommen. Da ist jetzt keine Kante mehr, aber die Schräge, wo wir nicht hochlaufen können. Mit dem Da. Ich war jetzt gerade nicht ganz sicher, was du meintest. Es gab so viele Kanten und wo wir nicht hochkommen. Ja, das ist durchaus wahr. Okay, irgendwie ist das Level bei mir da auch nicht mehr ganz da, aber hey, was will ich hier? Wer weiß schon, was wir hier wollen. Ich glaube, ursprünglich wollten wir den Dolch von Tiang oder so haben. Das habe ich schon lange aufgegeben. So, und ich bin jetzt in der Höhe, in so einer Situation, wo hier nichts mehr ist. Richtig. Lara, wir nehmen jetzt mal das Schneemobil und fahren wieder zurück. Das mache ich auch gerade. Nein, Lara, so nicht.
Also, ich sag mal so, die Sprünge, die anscheinend für das Schneemobil gedacht waren, die schafft das Schneemobil nicht. Oh, das Schneemobil hat eine eingebaute Feueraktion, Waffe. Ja, ja, das hat es. Kannst du mit Steuerung auslösen. So. Also mein Schneemobil schafft den Sprung nicht. Das hat's schon mal nicht geschafft. Lara, vielleicht sollten wir nicht durch diesen komischen Gang durch. Ich weiß jetzt nicht, welchen Sprung dein Schneemobil nicht geschafft hat. Auch Burp. Ja, den mit der Sprungschanze, da über die drei Kätzchen drüber. Ah, okay. Da bin ich noch gar nicht angekommen. Jetzt Sekunde, mein Headset macht auch Büpp. So. Nein, diese Schranze. Das schafft auch mein Headset nicht. Dein Headset kann jetzt auch springen? Ja, mein Headset kann super springen. Glaubst du gar nicht. So, Lara, steig mal ab. Lass das Schneemobil mal hier. Zu Fuß sind wir besser. Wir fahren. Zu Fuß kommen wir mit dem Schneemobil. Genau, zu Fuß kommen wir mit dem Schneemobil weiter. Zu Fuß kommen wir an den Kätzchen vorbei. Richtig. Also Schneemobil, war schön, dich zu kennen. Ich lass dich da mal da hinten stehen. Ach, Lara. Vielleicht hätten wir da in der Nähe mal speichern sollen, aber... Nobody's interested in that. Also wir haben Hüttenschlüssel. Also wir kennen bislang nur eine Hütte. Richtig, da habe ich zwar kein Schlüsselloch irgendwann mal gesehen, aber... Das muss ja nichts heißen. Eben. Lara, wir speichern jetzt, dass wir das Moped hier mal abgesetzt haben. Wupp und wupp und wupp. Und dann speichern wir, wenn wir wieder bei den Kätzchen sind, Lara. Schade, dass Lara noch nicht das Hochwobbeln erfunden hat. Das kommt in Teil 27. Wir sind bald oben, Lara. Och, Lara. Du sollst dich auch an den gegnerischen Seiten festhalten. Gegenüberliegenden Seiten. Die gegnerische Seite hat heimtückisch das Festhalten verwehrt. Ja, hat sie auch. Guck mal, hier sind die ganzen ehemaligen Freunde wie Schneeglöckchen und Eismann. Also falls das da hinten was ist, gib mir Bescheid. Ich bin nämlich immer noch verzweifelt auf dem Rückweg. Ich bin auch auf dem Rückweg. Ich komme gerade nicht an den Lawinen vorbei. Oh. Oh. Lara will nicht. Dafür habe ich das Schneemobil genutzt. Ja, da habe ich jetzt auch kurz drüber nachgedacht, ob ich das nehme. Los. Wir sind bald... Lara, ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wie weit wir zurück müssen. Bis ganz zum Anfang. Ja, ich weiß nur nicht mehr, wo hier der Anfang war. Oh, jetzt kommt wieder dieses Loch. Nimm jetzt auch das Schneemobil. Es wäre so cool tatsächlich, wenn du sprinten könntest. Ja. Steig auf, Lara. Weeha!
Also niemand gestattet mir hier irgendwelche Gewehr, wenn ich das Moped mal zur Kontrolle abgebe, weil es kaputt gegangen ist. Lara da hoch. Gut. Lara, so da hoch. Hey, hier hinten bin ich nie lang gegangen. Jetzt gehe ich mal hier lang. Lara, wobbel dich runter. Danke. Krass, hier ist nix. Wow. Hat dir das jetzt gebracht? Ah, ich bin da mal lang gegangen. Oh, wow. Muss ich hier So, lang? Lara, Kam und ich jetzt kletter hierher? doch auf. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich hab ein neues Miezekätzchen. Could be worse. Eben, aber ich habe zwei neue Miezekätzchen. This could still be worse. Eben, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Lara, ich habe bisher nur was von Miezekätzchen gehört, dementsprechend brauchen wir nicht die ganz harte Munition. Ach doch, klar, bei der Hütte ist ein Schlüsselloch. Na oh, klar. Das habe ich aber vorher auch nicht gesehen. Dann magst du vielleicht vorm Schlüsselloch auf mich warten? Ich setze gerade den Schlüsselloch-Schlüssel ein. Okay. Und jetzt warte Danach. ich. Gut, danke, 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 danke. Ich bin unterwegs. Ja, kein Thema, kein Thema. Hätten wir dieses Schneemobil überhaupt nehmen können? Ja, natürlich, aber warum? Damit der Weg Aber schneller geht. es macht meine coole Musik wieder. Vermutlich damit der Weg schneller zu Ende ist. Wir brauchen sowas. Wir bestimmt nicht. Du, ich sag dir was. In der Hütte liegt ein kleines Medipack. Das kann ich durch die Wand sehen, wenn ich auf dem Schneemobil sitze. Cool. Ich warte auf die Miezekätzchen. Die sind kurz vor der Hütte. Ich dachte, ich wäre kurz vor der Hütte. Ach nein, warte, ich habe ja vergessen, dass noch dieser eine Sprung auf jeden Fall drin. Ah, aber wenigstens habe ich wieder die coole Musik. Ich wollte gerade fragen, die coole Miezekätzchen-Musik. Ja, das ist bestimmt das Miezekätzchen-Thema. Das kommt jetzt immer, wenn es auf Miezekätzchen kommt. Das ist voll gerade total cool. Lara steht vor einer offenen Hütte, nichts ist los und so eine totale Action-Musik spielt. Boah, wenn die lange genug läuft, kommt irgendwann das Tomb Raider-Thema da rein. Stimmt, das Dings hier gab's ja auch. Aber keine Miezekätzchen hier, glaube ich. Ja, wo muss ich denn hier lang? Hier schon mal nicht. Das sieht aus wie ein langer Gang, aus dem ich hergekommen sein könnte. Oh Gott, Tomb Raider. Miezekätzchen. Zwei Stück. Naja, jetzt nur noch eins. Lara, jetzt nur noch keins. Die Musik hört auf. Nein! Ich muss nochmal speichern, dass meine Miezekätzchen weg sind. Nein, nicht zum Hauptmenü zurück.
Kriege ich die Musik wieder an, wenn ich auf das Dingens steige? Wirklich. Ich frage mich übrigens, ist da an einem Haus nicht noch ein Weg in eine andere Richtung? Ja, aber das ist ja so ein Gitter, also so ein Holzding vor. Ah. Weißt du, so weit bin ich nie gekommen. Wahrscheinlich können wir das in der Hütte aufmachen oder so. Ich sehe das Medipack in der Hütte auch. Ist irre, ne? Mhm. Also aufgeschlossen hattest du schon, ja? Ja. Okay.